Küchenbrand. Der Brand einer Küche hat am frühen Dienstagmorgen zum Einsatz zahlreicher Rettungskräfte in der Mühlstraße geführt. Kurz vor 5.30 Uhr bemerkten mehrere Anwohner das Feuer und verständigten die Einsatzkräfte. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr, die mit 5 Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften angerückt war, hatten alle Hausbewohner das Gebäude bereits verlassen. Die Feuerwehr brachte die Flammen rasch unter Kontrolle und löschte das Feuer, das möglicherweise durch einen technischen Defekt am Kühlschrank ausgelöst worden sein könnte. Die 79 Jahre alte Bewohnerin wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die übrigen Bewohner konnten nach den Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.